Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder mein PC und zwar mit dem Gaming-PC RTX 4090 Ryzen 7 7800X3D für 3099,99 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Bevor wir damit starten, eben eine Sache. Ich weiß, dass Roman, der Bauer, ein Video gemacht hat zu diesen Key-Reseller-Gedöns und so weiter. Wir sind im Moment am Klären, woher diese Keys stammen. Mir wurden auch Unterlagen zugeschickt, wo die alle so gekauft werden, pipapo. Es sind keine Volumenlizenzschlüssel, es sind OEM-Keys, die auch ganz normal die PC-Hersteller benutzen. Damit wir das aber verifizieren können, warten wir jetzt gerade noch auf die Rückmeldung von CDK Deals und dann werden wir entscheiden, wie wir da weiter vorgehen. Ich bin jetzt schon sehr lange gepartnert mit denen. Bisher waren noch keine Keys irgendwie ungültig oder was. Das hätten wir schon längst im Discord gelesen. Wir warten jetzt einfach nur auf die Rückmeldung. Das System wurde mir vorgeschlagen von Saftpaket bei uns im Videovorschlägekanal und den schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir eben erst zu dem Bild. Das ist das stinknormale Gehäusebild. Das ist soweit in Ordnung. Die Konfiguration. Wir haben eine Nvidia RTX 4090 24 GB. Da wir nicht genau wissen, welche wir bekommen, ist ja meistens so, nehmen wir wie immer die günstigste. Die könnte ja potenziell reinwandern. Ansonsten muss ich zu der 4090 nicht viel sagen. Ist die stärkste Grafikkarte am Markt, bis jetzt mal wieder ein neuer Release ansteht. Irgendwann kommt ja auch die 50er-Serie und so weiter. Aber selbst AMD kommt da nicht dran. Wenn ihr halt in WQHD oder 4K zocken wollt, ist das schon eine sehr, sehr gute Karte. Also halt die beste. Wer die genauen FPS-Werte haben will, der schaut sich einfach den Link in der Videobeschreibung an. Und die kostet 1.739 € bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 7800X3D. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, 120 Watt TDP, die er realistisch sowieso nie erreicht und unterstützt offiziell DDR5 5200. Könnt ihr, wenn ihr nur zwei Riegel benutzt, auch ganz easy mit 6000 laufen lassen. Nochmal kurz zu der TDP-Geschichte. Also ich hatte den schon ein paar Mal hier, habe auch ein paar Mal getestet. Ich habe den unter Volllast mit Cinebench und so weiter nur so auf 80, 90 Watt gekriegt. Die 120 kratzt der nie an. Trotzdem muss man bei dem ein bisschen vorsichtiger sein. Der Heatspreader ist halt ein bisschen dicker. Also ihr könnt jetzt nicht erwarten, dass ihr die gleichen Temperaturen bekommt, sage ich mal, bei 120 Watt, wie bei einem Intel. Bei Intel, die lassen sich ein bisschen leichter kühlen, fressen aber deutlich mehr. Nur wenn wir jetzt mal 120 Watt auf eine Ebene stellen, lassen sich die Intels halt besser kühlen. Ansonsten ist das ein super Prozessor. Ist sehr effizient. Ist so ziemlich der beste Gaming-Prozessor, den ihr euch gerade holen könnt. Natürlich, es gibt noch den 7950X3D und so weiter. Aber für einen Gamer reicht der dicke und auch zum Stream. Gerade mit der Nvidia-Grafikkarte hier drin. Dann nimmt ihr einfach den Nvidia-Encoder und seid ihr fertig damit. Und der kostet 349 € bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein Deepcool AG620BK ARGB. Der hat eine offizielle Angabe von 260 Watt. Der reicht also ganz, ganz dicke für diesen Prozessor. Hat noch ein bisschen RGB-Beleuchtung. Ich habe zum Beispiel einen AK620 bei mir im System für meinen 13600K. Und das sind schon richtige Klopper von Deepcool. Ist halt ein Dual-Tower-CPU-Kühler mit zwei Lüftern, also da schon ordentlich Durchsatz. Und der kostet 59,39 € bei csvdirekt.de. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB, 2x16 GB, DDR5 6000 MTS, wie eben schon angesprochen, G-Skill Flare X5 CL30. Würde ich in so einem Fall genauso konfigurieren. 64 GB hätte man natürlich auch nehmen können, brauchen aber die wenigsten. 32 GB sind schon ordentlich. Die 6000 MTS sind über der Spezifikation von AMD. CL30 Timings sind auch super, hat jetzt keine fancy RGB-Beleuchtung oder so, aber der ist gut. Und der bringt halt auch dementsprechend das AMD Expo-Profil mit. Es gibt ja auch noch Intel XMP, es gibt auch RAM, die können beides. Hier ist es explizit Expo. Und der kostet 121,89 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI B650 Gaming plus Wi-Fi. Das Board ist jetzt nichts Besonderes. Der Chipsatz reicht ganz easy für diesen Prozessor. Es ist ein Full HD-X-Board, es bringt WLAN und Bluetooth mit. Aber es ist halt jetzt nicht der übelste krasse Scheiß für 400 € oder so. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann SSD verbaut werden. Hier unten noch eine weitere SSD. Hier kommt die Grafikkarte rein und habt ihr noch zwei Erweiterungsslots für eine Capture-Card oder ähnliches. Bei den Anschlüssen haben wir 7.1, WLAN und Bluetooth Antennenanschluss, 4x USB 3.0, 3x USB 3.1, USB Typ C ist mit am Start, Netzwerkanschluss, DisplayPort und HDMI, benutzt es bitte nicht. Höchstens, wenn jetzt mal irgendwie die Grafikkarte abbraucht, dann könnt ihr die potenziell benutzen, aber so bitte nicht jetzt irgendwie den Monitor daran anschließen. Ihr habt es gerade bei den Anschlüssen schon gesehen, wem das reicht, das ist auch völlig okay, 7x USB, aber wer mehr will, muss halt auch mehr ausgeben. Rein von der technischen Seite her reicht es aus.
und das kostet 158 Euro bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine 2 TB Lexar NM620 M.2 SSD. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde mit TLC-Speicher. Reicht für die meisten aus. Wollt ihr eine schnellere haben, dann schreibt MyPC irgendwie an und sagt, ja, ich hätte gerne das System, aber mit einer schnelleren SSD. Aber für einen Gamer reicht es halt. 2 TB bei ungefähr 3000 Euro, ja, kann man natürlich machen. Man kann auch 3 oder 4 einbauen. Das hätte mit Sicherheit auch noch reingepasst preislich, kommen wir aber gleich zu. Ansonsten kann ich da qualitativ überhaupt nicht meckern. Und die kostet 101,90 € bei Amazon über XCOM. Das Gehäuse ist ein Fractal Design Pop Air RGB Black TG Claire Tint mit Glasfenster. Dieser Name, er regt mich immer wieder auf. Das bringt schon 220mm RGB beleuchtete Lüfter in der Front mit und 120er im Heck, auch RGB beleuchtet. Hat eine Mesh-Front, muss designtechnisch euch gefallen, nicht mir. Ich finde es optisch irgendwie nicht so schön, ne? Aber müsst ihr selber wissen. Airflow-mäßig reicht das ganz dicker aus. Und das kostet 93,89 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein MSI Mac A850 GL 850 Watt ATX 3.0 80 Plus Gold. Das hat 7 Jahre Herstellergarantie, ist 80 Plus Gold zertifiziert und eben vollmodular. Bringt auch schon den neuen Stecker mit für die 4090, die hier ja auch verbaut ist. Das heißt, ihr habt nicht so einen blöden Adapter da drin hängen, sondern wirklich nur ein Kabel. Qualitativ top Netzteil. Und ja, 850 Watt reichen. Selbst wenn wir jetzt mal diese 120 Watt hier rechnen, plus diese 450, die MSI hier selber angibt, seid ihr eben bei 570 Watt. Dann habt ihr noch ein paar RGB-Lüfter und so ein Quatsch. Das Mainboard braucht auch noch ein bisschen und so. Aber da reichen 850 ganz dicke aus. Irgendwann eng wird die Nummer natürlich, wenn ihr jetzt mal ein 14700K oder 14900K nehmt von Intel, die sich in der Spitze tatsächlich über 300 Watt reinpfeifen können, plus die 450, ja, dann wird's knapp. Aber mit dem Prozessor ganz easy. Und das kostet 118 € bei Mindfactory. Hier werden nochmal diese Gehäuselüfter aufgezählt, die ich eben auch aufgezählt habe. Dann haben wir Windows 11 Pro Vollversion installiert und aktiviert. Ja, Windows 11 Pro, aktuelles Betriebssystem, nicht als Home-Variante, sondern wirklich als Pro-Variante, ist für euch als Gamer meistens sowieso egal. Und das kostet 19,79 € bei IT Hardpulse. Dazu haben wir noch Garantie, 2 Jahre MyPC-Garantie inklusive Pickup und Return. Das bedeutet, der Postbote holt das sogar bei euch ab. Ihr kriegt einen Retourenschein, da wird ein Termin ausgemacht, Postbote kommt, nimmt das Ding entgegen, wenn irgendwas damit sein sollte. Hier haben wir wieder solche Tests, Fortnite 4K episch und Cyberpunk 4K Ultra. Da kommt es natürlich drauf an, habt man noch Raytracing oder so mit aktiviert oder DLSS und so weiter. Gut, hier steht jetzt DLSS dabei, aber halt Raytracing nicht. Schaut euch einfach den FPS-Test an. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2760,86 €. Und das System kostet 3099,99 €. Da seid ihr jetzt bei einem Aufpreis von ca. 340 €. Das ist nicht die übelste Abzocke, aber ich persönlich finde das schon ein bisschen viel. Konfigurationstechnisch gibt es an dem Ding eigentlich gar nichts auszusetzen. Aber der Preispunkt ist halt wieder so ein Thema, ja, ich weiß nicht. Wenn das jetzt 240 € gewesen wären, hätte ich gesagt, oh, ja, gar nicht so schlecht, so für glatt 3000 €. Ja, aber 340 ist schon ein bisschen viel. Das Ding ist einfach, dass man vergleichbare PCs entweder für teurer bekommt oder für den gleichen Preis. Dann fehlt aber wieder was, aber da gehen wir jetzt mal eben kurz drauf ein. Wir haben hier zum Beispiel den Hardware-Rad 3300.2, der kostet 3400 €. Da habt ihr den gleichen Prozessor, ihr bekommt allerdings eine Wasserkühlung, die bei dem Prozessor nicht nötig wäre, aber sieht halt schick aus. Ihr bekommt hier ein B650 Tomahawk Wi-Fi, ein etwas besseres Board. Bei dem RAM ist es CL32 anstatt CL30, also ein bisschen schlechter. Ihr bekommt auch eine 2 TB SSD, die allerdings deutlich schneller ist. Die Grafikkarte ist ungefähr die gleiche. Das Netzteil, da kann ich nicht viel zu sagen, aber es ist halt in der PSU-Tierlist auch nicht wirklich gelistet. Deswegen würde ich eher bei einem MSI bleiben. Das Gehäuse ist Geschmackssache, ihr bekommt auch Windows 11. Und die Kiste kostet einfach nochmal 300 € mehr gegenüber dem Angebot von MyPC. Wenn wir dann bei Hardware-Deals gucken, haben wir hier auch einen für den gleichen Preis. Da bekommen wir auch den gleichen Prozessor, auch eine 360er Wasserkühlung. Das Gaming Plus Wi-Fi ist da drin, was auch bei dem MyPC mit dabei ist. Eine 4090, wissen wir auch nicht, welche es genau ist. Bei dem RAM, da haben wir auch 6000er. Der ist, glaube ich, CL36, habe ich jetzt aber nicht genau nachgeschaut. Wir bekommen nur eine 1 TB SSD anstatt 2 TB, dafür aber ein stärkeres Netzteil, was bei dem System eigentlich gar nicht sein muss, weil der Prozessor jetzt sehr effizient ist. Und das Endorfi ARC 700 ARGB ist schon ein bisschen größer, das Gehäuse, bringt
bringt auch RGB-Lüfter mit und so weiter. Und der kostet halt das Gleiche. Wenn man dann bei Krotos guckt, gibt es eine ähnliche Konfiguration für 3.300 Euro. Da haben wir auch das ARX 700, den gleichen Prozessor, die gleiche Grafikkarte. Wir haben auch 6000er CL, 30 RAM mit 32 GB. Ein deutlich besseres Board, finde ich zumindest. Bei der SSD, die ist auch schneller, hat auch 2 TB. Wir bekommen auch eine Wasserkühlung. Was haben die alle mit diesen Wasserkühlungen? Also man kann den halt mit einem Luftkühler betreiben. Deswegen, es sieht halt einfach besser aus. Und wir bekommen 1000 Netzteil, was relativ in Ordnung ist. Allerdings Windows 10 Testversion ohne Key. Und das Ganze halt für 200 Euro mehr gegenüber dem MyPC-Angebot. Ihr seht also, man muss sich irgendwo entscheiden können. Will ich eine Wasserkühlung oder reicht mir ein Luftkühler? Will ich ein besseres Board oder reicht mir das gleiche Board? Will ich ein stärkeres Netzteil, habe dafür nur eine halb so große SSD. Es ist sehr, sehr vielfältig. Also rein konfigurationstechnisch, wie gesagt, ist das Ding hier in Ordnung. Preislich, ja, 340 Euro Aufpreis. Es kann natürlich sein bei den Grafikkarten, wenn die Preise krass springen, dass sowas nicht schnell genug aktualisiert wird oder da wandert irgendwie eine Grafikkarte rein, die 100 Euro teurer ist, ein anderes Modell, dann passt der Preis irgendwo wieder. Aber Stand jetzt und so wie wir es immer berechnen, mit der günstigsten Grafikkarte am Markt, weil die könnte ja potenziell reinwandern, ist ein bisschen teuer. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.